Monoklonale Antikörper. Antikörper sind Moleküle aus der Familie der Proteine und haben die Form eines Y. Unser Körper stellt Milliarden von ihnen her, wobei jede Art mit einer speziellen Aktion verbunden ist. Findet ein Antikörper sein Ziel, heftet er sich daran. Manchmal sendet er ein Signal an das Immunsystem, um dessen Reaktion auszulösen, zum Beispiel ein Aufruf an die Zellen einzugreifen, um den Eindringling zu zerstören. Heute sind wir labortechnisch imstande, Antikörper herzustellen, die eine einzige spezifische Aktion ausführen. Diese Antikörper können wir sogar in großen Mengen vermehren. Sie heißen daher monoklonale Antikörper, mono für eine einzige Wirkung und klonal, weil wir sie klonen, also auf dieselbe Weise vermehren. Die Krebszellen schützen sich vor T-Killerzellen, indem sie deren Angriffe verlangsamen oder blockieren. Das nennt man immunsuppressive Mechanismen, denn sie unterdrücken die Abwehr des Immunsystems. Für eine solche Blockade lösen die Krebszellen zum Beispiel das PD-1-Programm der T-Zellen aus, also ein Programm, das die T-Zellen deaktiviert. Normalerweise ist dieses Programm ein Kontrollpunkt für unser Immunsystem, das ihm ermöglicht, die T-Zellen zu stoppen, damit sie keine Autoimmunerkrankungen auslösen, die sich gegen unsere eigenen Zellen richten. Damit die T-Zellen die Krebszellen bekämpfen können, dürfen sie natürlich nicht durch die Krebszellen gehemmt werden. Um ihnen zu helfen, gibt es zwei monoklonale Antikörper. Einer, der den PD-1-Mechanismus schützt, und ein anderer, der die Krebszelle daran hindert, zu agieren. Verhindert man die Blockade, kann man den Tumor besser angreifen. Im Ärztejargon heißt das, die Inhibition des Immunsystems gegenüber dem Tumor aufheben. Forscher haben Antikörper identifiziert, die es ermöglichen, Programme zur Stimulierung unserer Zellen zu aktivieren oder zu blockieren. Jetzt gilt es herauszufinden, wie wir sie effektiv einsetzen können.